und willkommen auf Rivet City. Aha, wir sind jetzt im Inneren des Schiffs. Warum gibt es die Tür überhaupt? Kann man die vielleicht verbarrikadieren, wenn die nirgends hinführt? Das hat mich jetzt verwirrt. Noch dazu stand danach Rivet City, aber dann bin ich außen irgendwie. Ich hätte ins Wasser springen können, aber sonst habe ich jetzt keinen Weg gesehen. Also gehen wir zurück. Es gibt ja noch das Treppenhaus. Wir waren jetzt am Markt und haben am Markt, glaube ich, mit allen unterhalten, uns, die wir da finden. Aber im Treppenhaus, in den Wohnbereichen, werden wir bestimmt noch die ein oder anderen Leute finden. Ich verstehe nicht ganz, wer hier welche Läden führt. Die wechseln irgendwie dauernd durch, oder? Ah ja, Schrapnell und Flak, die weiß ich. Nö, nö, nö. Common Room und St. Monica Church. Ah, in die Kirche wollte ich eh, wegen der Rosendornen, nee, Dornenvögel. Dornenvögel? Ach, wie heißt denn dieser Roman über die Liebesgeschichte mit einem Priester? Hab ich nie gelesen, auch den Film nicht gesehen, aber ich weiß es inhaltlich. Die Dornenrosenvögel dienen den Dornenvögel. Was? So, hallo. Morgen. Hallo. Hören Sie, ich habe zu tun. Offensichtlich. Du bist aber auch nicht sehr effektiv. Nichts für ungut. Ich meine ja nur, vielleicht liegt's am Besen. Vielleicht solltest du einen anderen Besen versuchen. Ah, kein Bock mehr. Doch. Ah, sie hat jetzt einen anderen Besen versucht, aber der ist irgendwie auch nicht besser. Vielleicht ist es schon so festgeklebt. Hallo. Hallo. Vielleicht brauchen wir irgendwie was Härteres. Ich schau mal, was ich tun kann und komm vielleicht wieder. Wahrscheinlich nicht. Einfach weitergehen. Ist immer unangenehm, wenn man in so Gespräche reintappt, aus denen man dann nicht mehr rauskommt. Oh, was für... Ja, hat da aber jemand... Da gab es ein bisschen Sauerkraut und Bohnen. Fleisch und Bohnen. Ist das... Meint ihr das Absicht? Man geht in den Raum, überall ist komisches, stinkiges Gas. Auf dem Tisch stehen ganz viel offene Dosen Fleisch und Bohnen. Ha, ich mach die Tür wieder zu. Nein, mache ich nicht, sonst weiß ich nicht mehr, dass ich da schon drin war. Die lassen wir offen. Oh, es ist verwirrend hier. Oh. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, ich habe gehört, dass sie Flusswasser getrunken hat. Das Wasser auf dem Schiff ist nicht viel besser. Wenn wir nicht bald frisches Wasser bekommen, enden wir alle so wie sie. Ihr braucht Wasser, habe ich gehört. Wer bist du denn eigentlich? Hallo. Polly. Wer sind Sie? Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich glaube, ich habe... Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Haha, ich weiß nicht, warum das so lustig ist. Sie sollten den Stoff nicht nehmen, der wird Sie noch umbringen. Das sagt Cindy auch, aber ich brauche den Stoff. Ich brauche ihn dringend. Habt ihr keinen Arzt? Die können Abhängigkeiten ganz leicht heilen. Ist auch nicht teuer. Erzähl mir was über die Geschichte von Rivet City. Zwar schnell. Wie? Geschichte? Was für eine Geschichte? Hier gibt's keine Geschichte, Mädel. Ich muss mich beeilen, Pauli. Ja, ich muss auch weiter. Na dann. Tschüss. Was haben wir denn hier? Wundervolle Schaufensterpuppen. Bam! Ah, die kann man auch nicht umwerfen. Eine Hundehütte! Die kaufe ich. Die nehme ich Doc mit. Der wartet immer noch vor Vault 100 irgendwas auf mich. Ne? Pauli? Hey! Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Kann es sein, dass du nicht wirklich Abraham Washington heißt? Das ist ein... Hast du dir das ausgedacht, damit es amerikanischer klingt? Eine interessante Sammlung, die ich nicht gesehen habe und ich habe keine Ahnung, von was du redest. Oder meinst du die Hundehütte? Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Mhm. Wie schön. Ich habe Hundehüttenologie studiert. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Jetzt kommt's. Die Unabhängigkeitserklärung. Stimmt's? 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde.
An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Annal. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Ihr Amerikaner mit eurer Unabhängigkeitserklärungen. Andere Länder haben auch gute Verfassungen. Und andere Länder können die wenigstens ordentlich umsetzen. Also, wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, sagen Sie mir einfach Bescheid. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Na dann. Gerne würde ich in die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Ich bereue es jetzt schon. Können Sie mir auf der Karte zeigen, wo dieses Nationalarchiv ist? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Ach so. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Schön, danke. Sonst wäre das jetzt eine sehr gute Beschreibung gewesen. Irgendwo in DC ist ein Glaskasten. Wirst du schon finden. So groß ist die Stadt auch wieder nicht. Kennst du die Geschichte von Rivet City? Du siehst mir aus wie jemand, der Geschichten kennt, weil er alt ist. Und du interessierst dich für Geschichte, weil du alt bist. Nein, Quatsch jetzt. Das war jetzt. Man darf sich auch als junger Mensch für Geschichte interessieren. Also, raus damit! Komisch, jetzt wo Sie fragen. Ich kann Ihnen alles über die Hauptstadt erzählen, aber ich habe keine Ahnung von Rivet City selbst. Ich wüsste nicht, wieso sie wichtiger sein sollte als die der Hauptstadt. Aber vielleicht weiß Bannon etwas. Schließlich ist er im Regierungsrat. Ja, ja. Das ist, ich weiß gar nicht, warum das so wichtig ist, aber ich kann jeden fragen und jeder hat einen Satz dazu. Aber gut, es ist sogar eine Quest irgendwie. Ich schaue mich um. Ah ja, und sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Hä? Welche Entscheidung? Drehen wir uns gerade im Kreis mit diesem Dialog? Interessante Sammlung. Ah, Sie sind als... Ja. Hatten wir doch schon. Ich hol sie. Gerne. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Wiedersehen die Unabhängigkeitserklärung in der Hand halten. Okay, aber jetzt mal ehrlich, das Dokument ist so alt, könnte das nicht sein, dass das, wenn ich das jetzt da aus dem Kasten nehme und in meine Hosentasche stecke, gegen 100 Supermutanten kämpfe und so weiter, na, könnte ein bisschen spröde, poröslich und bröslich sein. Das ist wahrscheinlich kaputt, das Ding, wenn ich wiederkomme. Nein, ich bastel gar nichts, ich mach gar nichts, ich gehe. Ich weiß nur nicht, von was du redest. Ich wollte mir dein Museum anschauen, aber hier ist... Ah, das meint er, oder? Und da gehört sie hin, die Unabhängigkeitserklärung. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Ach was. Der Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt. Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde 1786 aufgesetzt und ein Jahr später vom Verfassungskonvent in Philly übernommen. Dieses Dokument definiert die Organisation der US-Regierung und legt die Regeln und Bestimmungen, Artikel genannt, dar. Zudem liegen Abänderungen der Artikel durch regierende Präsidenten während der Amtszeit vor, sogenannte Zusatzartikel. Die Gesellschaft besitzt die einzige bekannte, erhalten gebliebene Kopie des Dokuments, die im Jahr 2256 aus den Ruinen des Nationalarchivs geborgen wurde.
Hätten die da nicht auch gleich... Emanzipationsproklamation war ein Dokument, das der atemberaubende, charismatische Präsident Abraham Lincoln im Jahre 1862 erlassen hatte. Ich weiß immer nicht, ob man den Lincoln oder Lincoln ausspricht, weil eigentlich dachte ich mal Lincoln, aber vielleicht ist es nur schlampig ausgesprochen und eigentlich sagt man doch Lincoln. So ein verschlungenes L. Lincoln. Anfang vom Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, obgleich die Proklamation während des Bürgerkriegs erlassen wurde und damit zur Kriegsmaßregel wurde, ebnete sie den Weg zum 13. Zusatzartikel zur Verfassung, der die Sklaverei ein für alle Mal abschaffte. Auch höchste Zeit, Mensch. Gettysburg-Adresse. Die Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt ist stolz eine Kopie einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Ansprachen in der Geschichte der Vereinigten Staaten in ihrem Besitz wissen zu dürfen. Diese Ansprache, des erstaunlich intelligenten Abraham Lincoln am Donnerstag, dem 19. November 1863, legte das Fundament, welches später die Grundlagen der Demokratie in den Vereinigten Staaten bilden und die Maßstäbe für ein Land mit einer Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk bilden sollte. Ach Mann, ey, ohne Witz, wenn ich zur Zeit Amerikaner wäre, mit sowas wie Donald Trump an der Regierung, das war nicht mal Absicht, ich wollte zu jemandem sagen, mit Donald Trump an der Regierung, und diesem ganzen krassen Rechtsruck und diesen ganzen ganz, ganz, ganz heftigen rechtsextremen Bewegungen, Ku Klux Klan und so weiter, die immer mächtiger und gefährlicher werden, ich würde kotzen. Ich würde so kotzen. Oder ich verstehe das überhaupt nicht. Die sind doch so stolz auf ihre Geschichte und jetzt kommt einer und macht einfach einen riesigen stinkenden Haufen auf diese ganze Geschichte von Freiheit, zum Kotzen. US-Kriegserklärung an Deutschland. Aber das ist der Zweite Weltkrieg. Ich dachte mir schon, die waren doch nicht im Krieg. Im Großen Krieg hatte doch Deutschland nichts mit der USA zu tun. Nein. Teil unserer Sammlung ist eine Kopie der formellen Kriegserklärung an Deutschland während des Zweiten Weltkriegs am 11. Dezember 1941 seitens der US-Regierung unter Befürwortung des Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Während das Dokument nicht den Glanz anderer Meisterstücke wie die Emanzipationsproklamation besitzt, dient sie dennoch als Erinnerung an die Welt, dass die Vereinigten Staaten keine Macht sind, mit der leichtfertig umzugehen ist oder so ähnlich. Das ist ein bisschen witzig und zynisch, weil in Wirklichkeit sind halt wirklich die Amerikaner sehr, 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 sehr spät in den Krieg eingestiegen. Da war es im Grunde schon mehr oder weniger gelaufen und die haben halt dann aufgeräumt. Und hier jetzt so zu sagen, ja, haha, fuhu, naja. Und außerdem, weiß nicht, eher Japan, die USA in den Krieg reingezogen hat. Aber letztendlich bin ich froh und ich glaube, das sind wir alle, dass die dann doch noch gekommen sind, alles weggeputzt haben, was da an Regime noch übrig war. Und dann das Fundament für eine wirklich coole Demokratie aufgebaut haben. Dafür habt ihr echt ein Stein im Brett bei mir, liebe USA. In vielerlei Hinsicht finde ich euch jetzt nicht so geil. Ihr habt komische Strömungen von komischen Leuten, die komischerweise zu viel Macht haben. Schon immer das Problem gehabt. Aber das war cool. Und nach China. Das ist dann später jetzt das Fallout-Story, Fake-Story. Obgleich es unklar ist, wann die Kriegserklärung in China verfasst wurde, einige sagen ja im Jahr 2066, als die Chinesen in Alaska einfielen, andere im Jahr 67, als gegen China die ersten Power-Rüstungseinsätze zum Einsatz kamen, ist es das letzte bekannte Dokument von Bedeutung, das die Regierung der Vereinigten Staaten vor Abwurf der Bomben aufgesetzt hatte. Hätte die Deklaration die Hartnäckigkeit eines stärkeren Präsidenten wie Abraham Lincoln im Rücken gehabt, wer weiß, wie diese erschütternden Jahre ausgegangen werden. Ich glaube, der mag Abraham Lincoln. Ich meine, der war ja auch ziemlich cool, was man so hört. Ne? Nichts dringt durch diese Wände. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen Geschichtsstunde untergebracht. Schön, oder? Vor ein paar Folgen hatten wir noch so ein paar Fun Facts über Universum und Sonnensystem und so weiter. Und jetzt...
oder eher Galaxie, nicht mal, eigentlich nur Sonnensystem und Nachbarsonnensystem. Und jetzt ein bisschen US-amerikanische Geschichte. Finde ich gut. Macht mir Spaß. Finde ich schön, dass das im Spiel auch ist. Hallo. Forschungslabor, da wollen wir doch eigentlich hin. Dann gehen wir da hin. Wer redet denn da? Wie gesagt, wir wissen nichts über einen entflohenen Roboter. Das ist uns egal. Wir lösen hier wirkliche Probleme. Ja, ja, ja. Aber Dr. Lee... Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten. Aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend. Aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten... Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Einer der neuen. Hier finden wir die eine Quest, die im Grunde das Fundament für die Fallout 4 Lore so ein bisschen legt, für das Institut. Die Connection im Grunde. Finde ich ja echt schön, dass die sich so als Basis ein... Im Grunde eine Nebenquest, eine kleine Dialogbaumstruktur aus Fallout 3 genommen haben und darauf dann die Welt von Fallout 4 erschaffen haben. Ja. Ein Einwanderer stapelt. Hallo. Hallo. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Worum geht's? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Eigentum? Wie könnte ich das formulieren, damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer. Sie kennen ja nur diese Mr. Handy-Zeugs und so fort. Nun... Es gibt auch noch andere Roboter. Verstehen Sie? Im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert, um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen. Und da kann es passieren, dass sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen. Ja. Hört sich nach Sklaverei an. Sicher, dass er nicht absichtlich fortgegangen ist? Unsinn! Wir sprechen über eine Maschine. Kann man einen Generator versklaven oder einen Wasseraufbereiter? Ja, natürlich nicht. Das Prinzip ist dasselbe. Aber zurück zu unserer Aufgabe. Sie müssen diesen vermissten Androiden finden. Ich weiß, dass er sich irgendwo hier im Ödland der Hauptstadt aufhält. Er muss irgendwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Wie soll ich denn rausfinden, wenn ich nicht mal... Also, ich weiß nicht. Sagen Sie, Mr. Zimmer, ist Ihre Brieftasche eigentlich genauso groß wie Ihr Mundwerk? Wie drollig! Natürlich werden Sie entlohnt! Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealth zu bieten. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden.
Soviel ich weiß, habt ihr in 20 Jahren von jetzt noch nicht mal einen eigenen Atomreaktor. Geschweige denn irgendwas Nennenswertes außer dieses Synth. Er hängt sogar euer Klopapier verkehrt rum auf. Also, ich such den. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Okay, wir machen jetzt hier kurz einen Schnitt. Für heute ist Schluss und morgen reden wir dann hier in dem Dialogtree. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.